Ich eröffne die 76. Plenarsitzung und stelle die Beschlussfähigkeit fest. Zu unserer Tagesordnung erledigt sind die Punkte 1 bis 4 und 69. Noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Schaffung zusätzlichen Wohnraums hat Priorität in Hessen, Drucksache 3508 aus 19. Die Dringlichkeit wird bejaht. Das ist der Fall. Dann wird dieser Dringliche Antrag Tagesordnungspunkt 70 und wird zusammen mit Tagesordnungspunkt 32 zu diesem Thema aufgerufen werden. Das ist nett, dass Sie einverstanden sind. Gut. Zum Ablauf der Sitzung. Vereinbarungsgemäß tagen wir heute bis 18 Uhr bei einer Mittagspause von 2 Stunden und beginnen mit Tagesordnungspunkt 40. Dann folgt Tagesordnungspunkt 32. Und nach der Mittagspause geht es los mit Tagesordnungspunkt 25. Heute fehlt entschuldigt Herr Ministerpräsident Bouffier, aber erst ab 17 Uhr. Und dann noch ein Hinweis, Kolleginnen und Kollegen. Heute Abend um 19.30 Uhr wird die Fußballmannschaft des Hessischen Landtags gegen eine Mannschaft der Finanzamtsvorsteher antreten. Das Spiel findet in Nauroth statt. Und ich wünsche Ihnen ebenso viel Erfolg wie der deutschen Nationalmannschaft gestern.